Ja, hallo Leute, ein neues Video heute von mir und heute habe ich euch wieder ein kleines Unboxing mitgebracht. Ihr habt mir wieder in den Videokommentaren geschrieben, was ihr so sehen wollt, was für Sorten ihr sehen wollt, was für Marken ihr sehen wollt. Oder habt bei mir im Twitch-Stream, Link findet ihr unten, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, geschrieben, was ihr gerne sehen möchtet. Und ja, ich habe bestellt an die Leute, die vielleicht die Sorte, die sich gewünscht haben, die ich testen sollte, oder die Marke oder sonst irgendwas. Seid mir nicht böse, wenn es nicht dabei ist. Ihr kennt das vielleicht, ich habe bei einem Shop bestellt und nicht jeder Shop hat alles vorrätig. Ja, fangen wir einfach mal an. Ich habe mir hier einen neuen Kopf bestellt. Mal wieder meinen Sapphire Funnel. Das ist ganz, ob ich ihn aufkriege. So, nee, ne? Na ja, klar, dass man jetzt eine Schere holen wollen. Sind diese Dinger hier? Ich liebe die. Ja. Das bringe ich nachher drauf. Ja. Ich habe mir noch einen neuen Sapphire-Kopf bestellt. Wieder natürlich den Sapphire-Funnel. Diesmal in einer anderen Farbe. Richtig schön. 15 Euro. Finde ich, ist ein Kopf, der sein Geld wert ist. Vor allen Dingen, da die ganzen Tabaksorten momentan einfach so überaromatisiert sind und einfach so voller Flüssigkeit sind, finde ich den Kopf geil, weil es nicht so sehr sifft. Ja, kommen wir einfach mal weiter. Wer sich was gewünscht hat, weiß ich leider nicht mehr 100%. Das werde ich im Video dann sagen. Ich habe mir hier Waterfresh von Genie geholt. Ich glaube, das ist ein Wassermelone-Tabak. Habe mir mal den Doppelapfel von Genie dabei. Mal sehen, was der so kann. Und eine weitere Genie-Sorte, die heißt Da Bomb. Soll sehr gut sein. Haben sehr viele Leute empfohlen. Hab dann Souls Shine von Freestyle. Eine weitere Sorte von Freestyle wäre Brown Sugar. Ich glaube, das soll hier so Cola, Haribo Cola sein. Dann haben wir Chaos Comic Series, den El Patron. Das soll auch richtig, richtig gut sein. Ich bin in weiteren Chaos, den Orient Clay K. Ich glaube, das soll hier so Schwarztee-Zitrone sein. Und habe hier noch einen aus der Comic Series. Wo heißt der? Starboy. Dann haben wir noch drei Sorten von Milano. Habe ich noch gar nicht gehört. Dosen sehen süß aus, ja. Da haben wir einmal Tropical Sealer. Haben einmal den, ja, das könnt ihr euch selber aussuchen, wie der heißt, ja. Das spreche ich jetzt nicht aus. Und wir haben einmal den Blue Ralphie. Was ein Blaubeer-Muffin-Tabak sein soll. Bin ich sehr gespannt drauf, ja. Werde ich, glaube ich, sogar gleich einfach mal testen. Die haben die Steuermarke abgeschnitten an der falschen Stelle. Ah, ne, ist drüber geklebt. Ansonsten könnt ihr euch drauf freuen, ja. Videos gibt es dann die nächsten Tagen, Wochen gibt es Videos. Ich bringe noch zwei Videos raus vom Al-Kashmir und dann wird es hier die Sachen geben. Und wenn ihr selber was sehen wollt und sagt, hey, geil, den Tabak würde ich gerne reviewed sehen, bevor ich ihn selber kaufe, ja. Es gibt ja manchmal Sachen, oh, der klingt cool, könnte der was sein, könnte der nicht sein. Fragt einfach, schreibt es in die Kommentare, kommt bei Twitch vorbei, Link steht unten in der Beschreibung. Und dann rauchen wir einfach mal eine zusammen und dann reden wir darüber. Oder ich bestelle ihn einfach. Ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal.